willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder ein Kochvideo. Und zwar werde ich ein Rezept aus dem Monsieur Cuisine kochen. Und das ist Hähnchenbrust mit Penne in Tomatenrahmsoße. Und ja, das ist ein Rezept, was es in dem Monsieur Cuisine schon gab. Das ist quasi so ein One-Pot-Rezept. Und ich zeige euch jetzt einmal alle Schritte und würde direkt sagen, legen wir einfach los. Ich werde jetzt mal hingehen zu Monsieur Cuisine, die Schritte einmal vorlesen. Und hier habe ich schon alle Zutaten parat gelegt, alles was wir brauchen. Und ich zeige euch dann, wie ich alles rein tue, was ich drücke. Das filme ich dann extra, dass ihr das genau sehen könnt. Und dann, ja, legen wir los. So, der erste Schritt ist 50 Gramm Parmesan in den Mixbehälter geben. Dazu muss ich was sagen. Und zwar ist das Parmesan, was jetzt reinkommt, was man einmal klein machen soll, zum später drauf tun quasi. Das mache ich aber hier in dem Rezept nicht, weil ich mag zwar eigentlich ganz gerne Parmesan, aber hier brauche ich das nicht unbedingt. Das heißt, den Parmesan lasse ich komplett weg. Diesen Schritt werde ich also jetzt einfach weglassen. Deswegen switche ich hier mal weiter. Und dann kommt eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Schälen, Zwiebel halbieren und beides in den Mixbehälter geben. So. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe habe ich schon soweit vorbereitet. Also ich mache das immer in, kann man sehen, in vier Teile und hier die kleine Knoblauchzehe habe ich in zwei Teile geteilt und tue das jetzt alles zusammen in den Mixbehälter. Achso. Dann den Deckel drauf und dann muss ich das 8 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinern. Es hat geblinkt, es ist fertig. Jetzt müssen wir es mit dem Spatel einmal alles nach unten machen. So, der nächste Schritt ist, ein Teller auf den Mixbehälter stellen, da auf 300 Gramm Hähnchenbrust abwiegen. Ich habe die 300 Gramm Hähnchenbrust hier schon vorbereitet und auch klein geschnitten. Die Hähnchenbrust unter fließendem Wasser abspülen, trocken tupfen, in 3 cm große Stücke schneiden, in den Mixbehälter geben. Ja, habe ich alles vorbereitet, tue ich jetzt also nochmal in den Mixbehälter. Ich werde das noch einmal ein bisschen verteilen. So. Genau. Dann 50 Gramm Speckwürfel dazu geben. Die habe ich hier auch einmal. Dann 2 Esslöffel Olivenöl reintun. Ich halte jetzt keinen Esslöffel drunter und mache das so genauso. Ich mache es einfach Pi mal Daumen. Ja. Dann den Messbecher aus dem Deckel entfernen und 5 Minuten auf Stufe 1 bei 110 Grad anbraten. So, das Anbraten ist durch. Der nächste Schritt, einen Teller auf den Mixbehälter stellen, darauf 150 Gramm Champignons abwiegen. Die Champignons habe ich hier auch schon einmal vorbereitet. Die Champignons putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln und beiseite stellen. Okay, brauchen wir also erstmal nicht. Dann dasselbe mit den Cocktailtomaten, die 100 Gramm. Die habe ich aber auch natürlich schon vorbereitet. So, und die soll ich jetzt auch schon, also waschen, trocken, tupfen, bla bla bla, halbieren und in den Mixbehälter geben. Also die brauchen wir schon. Das ist gut. Dann nehme ich das mal raus und sortiere das hier noch ein bisschen. So, was halt immer das Problem ist hier, ist, dass das Fleisch sich in dem Mixtopf unten an dem Messer immer mal ein bisschen verheddert. Das finde ich immer nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann die Tomaten rein. Dann 400 Gramm warme Hühnerbrühe zugeben. Die habe ich hier auch schon einmal vorgemischt und tue das jetzt mit rein. So, dann 500 Gramm passierte Tomaten hinzugeben. Die habe ich hier, die müssen wir einmal aufschneiden. So, dann 200 Gramm Sahne dazugeben, die habe ich auch schon hier. Dann 1 Teelöffel Tomatenmark, 1 Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Pfeffer und ein Viertel Teelöffel Zucker. Schwierig, das alles auszusprechen.
So, das mache ich dann auch einmal. Weil zum Pfeffer mache ich grundsätzlich Pi mal Daumen. Also da mache ich das nicht mit einem Viertel Teelöffel und so, das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. Genauso wie beim Zucker. Jetzt den Messbecher wieder an den Deckel einsetzen. Und dann 10 Minuten auf Stufe 200 Grad kochen. So, es ist fertig gekocht. Jetzt kommt 350 Gramm Penne in den Mixbehälter geben und mit einem Spatel unterrühren. Das kriege ich hin. Hier haben wir die Penne. Dann die vorbereiteten Champignons dazugeben und auch mit dem Spatel unterheben. So, den Messbecher aus dem Deckel entfernen und den Kocheinsatz als Spritzschutz auf den Mixbehälter geben. Einmal damit ihr seht, das hier ist der Spritzschutz in dem Fall. Der Kocheinsatz. Genau, den stelle ich jetzt hier einmal drauf. Und dann die Zeiteinstellung im folgenden Schritt entsprechend der Garzeitangabe auf der Nudelverpackung plus 2 Minuten vornehmen. So, hier steht schon 12. Also auf der Pennepackung steht ja immer so 9 bis 12 Minuten, glaube ich. Ich mache die meistens 12, das heißt, hier mache ich nochmal 2 Minuten drauf, also 14 Minuten. Und dann bei Stufe 1 und 100 Grad kochen. So, die 14 Minuten sind jetzt durch. Dann steht da, prüfen, ob die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit ausreichend verkocht ist. Falls nicht, den nächsten Schritt ausführen, ansonsten überspringen. Der nächste Schritt wäre nämlich nochmal 2 Minuten weiter kochen. Ich gucke jetzt einmal. Ja, die Nudeln fühlen sich mehr als gar an und es ist alles verkocht. Also ist es soweit fertig. Genau, das war's dann schon. Ich fülle das immer noch in eine Schüssel um, weil sich das Fleisch meist unten noch im, wie nennt sich das, in den Messern verkeilt. Und das ist dann halt ein bisschen doof, deswegen fülle ich das jetzt einmal kurz um. So, ich habe das Ganze auf einen Teller gefüllt. So sieht es aus. Sehr, sehr lecker. Ich probiere es jetzt nochmal vor der Kamera für euch. Also ich habe das schon mal gegessen, aber trotzdem. Bisschen heiß. Super lecker einfach. Also das ist wirklich ein ganz tolles Gericht. Wie ihr gesehen habt, ist es einfach super einfach. Man schmeißt alles rein. Drückt die Knöpfe und gut ist. Also von daher wirklich super einfach und dabei auch richtig, richtig lecker. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht auch schon gemacht habt in Monsieur Cuisine. Und ansonsten würde ich mich natürlich wieder sehr über ein Abo freuen. Schaut auf meinem Instagram-Account foodskylighty vorbei und auch auf meinem Twitch-Account skylighty_gaming. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, eure Skylighty!